Einen schönen guten Morgen wünsche ich und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern nach 6 Gewinntagen wieder einmal im Minus geschlossen, allerdings fielen die Verluste nur gering aus. Der DAX ging mit 12.444 Punkten aus dem Handel, das ist ein Minus von 0,2% bzw. 29 Punkten. Die Handelsspanne war wie schon an den Vortagen sehr eng. Jetzt wollen wir auf den heutigen Handelstag blicken und damit nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franziska. Was sind denn jetzt für heute die Vorgaben für den DAX? Naja, nach den jüngsten Rekorden hat der DAX sich gestern dann einfach auch mal eine Auszeit gegönnt. Von Seiten der EZB-Leitzinsentscheidung kam es keine Impulse und die auf Hochtour laufenden Berichtssaison und auch von aktuellen Konjunkturdaten eben auch nicht. Somit gestern diese kleine Verschnaufpause und wir werden wohl mit diesem Verschnaufen eine Runde weitermachen. Wir rechnen damit, dass der DAX an diesem Freitag nahezu unverändert in den Handel starten wird. Die Vorgaben nämlich auch, zumindest von Seiten des Dow Jones, unverändert. Der ist gerade mal mit einem Plus von 0,03% aus dem Handel gegangen. Bei den Technologieindizes, da hat man allerdings neue Rekordhöchststände gesehen. Man schafft es aktuell nicht nachhaltig, die 21.000-Punkte-Marke beim Dow zu überwinden. Und dass Donald Trump jetzt am Samstag 100 Tage im Amt sein wird, das lässt einen natürlich auch so ein bisschen Bilanz ziehen. Und da heißt es, er hat wahnsinnig viel versprochen, aber wenig umgesetzt. Und das was? Sehr unkonkret. Also da ist man nicht so richtig zufrieden. Und so richtig zufrieden sein kann man auch nicht mit der Performance der asiatischen Märkte. Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite nämlich allesamt im roten Bereich unterwegs. Dennoch vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Soweit der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Wir kommen gleich mal zur Marktidee. Das ist heute Fielmann. Die Aktie war gestern nämlich größter Verlierer im MDAX. Vorher hatte Fielmann Zahlen vorgelegt, Umsatz und Gewinn waren gestiegen, allerdings störten sich Anleger und Analysten am unklaren Ausblick. Aus charttechnischer Sicht ist die Fielmann-Aktie nach der gestrigen Performance angeschlagen. Eine ausführliche Chartanalyse mit den entsprechenden Kurszielen finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war's mit Ideas Daily TV. Am Dienstag sehen wir uns wieder. Montag ist ja Feiertag. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes, verlängertes Wochenende. Bis dahin.